Ich glänze durch Sarkasmus. Hallo und herzlich willkommen. Chaos, hör auf, mir reinzulabern. Dass ihr so in mein Versteck einmarschiert seid. Aber jetzt denke ich eher, keine große Sache. Ja, keine große Sache. Herzlich willkommen zu... Wow. Was zur Hölle war das? Zu Skylanders Imaginators. Hier in Chaos Versteck, wo die absolute Party abgeht anscheinend. Okay. Hier geht auf jeden Fall die absolute Party ab. Ich schau mal, ob ich eine bessere Waffe nehmen kann. Plus 10 und... Ich nehme es trotzdem. Es ist ein goldenes Schwert, verdammt. Das gibt es auch in rosa. Nein, es ist Gold. Und es ist wunderschön. Und ich möchte das... Nein. Hoppla, sei schön vorsichtig. Oder auch nicht. Nein. Ich möchte das goldene Schwert haben. So. Wir haben hier noch ein paar Klone zu erledigen, was an sich nicht so toll ist. Vor allem wegen diesem dicken Klops hier. Der dicke Klops ist nicht so toll. Der macht mir nämlich ganz schön Probleme, wie man sehen kann. So. Und das ist echt nicht nett. Hier, weg mit dir. So, ich hoffe, ich krieg irgendwo noch was zu essen. Anstatt nur Schätze. Okay. Wobei, bei einem Schatz sage ich auch nicht nein. Oh, die kommen da rausgestürmt, die Viecher. Ihr draggeligen Drecksviecher. Tatsächlich in die Bonusrunde geschafft. Dann viel Glück beim Lichtstrahlrätsel, du Idiot. Und damit meine ich viel Pech. Ja. Erzähl du mal. Jetzt bleibt ihr da stehen. Das ist sehr gut. So. Das war's ja schon mit dem Rätsel. So, ich möchte da oben in die Tür rein am liebsten. Ah, da kommen die Chaos-Viecher raus. Vielleicht will ich da doch nicht rein. Lieber nicht. Ich scheine da auch eh nicht hochzukommen. Ist ja kaum zu glauben. Trotz aller Unwahrscheinlichkeit hast du es in meine Burg geschafft. Was haben wir für unseren großen Sieger, Glamshanks? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ja, genau! Diese Skydeppen haben keine Ahnung, dass sie ein für alle Mal geschlagen sind. Und jetzt eine Meldung von unseren Sponsoren. Level abgeschlossen. Was, das war's? Das Level kann man in 3 Minuten durchspielen. Oh Gott. Also, ich muss auf jeden Fall noch... Hat sich das... Die Pause, also dieser Cut zwischen der letzten und dieser Folge, hat sich ja voll nicht gelohnt. Na gut, ich werde zusehen, dass ich das Tempo spiele und den Kampfgong ohne Leben zu verlieren in Zukunft noch nachholen werde. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was Chaos denn noch so im Petto hat. Sieh dir das an, Hirn! Die hochgeschätzten Skylander sind in die besonders schwer bewachte Kammer der uneinnehmbaren Festung eingedrungen. Ich bin so beeindruckt! Ist wirklich ziemlich beeindruckend, wenn man mal drüber nachdenkt. Und ich denke drüber nach. Sei still, Hirn! Ich will diese dummen Skynarren noch ärgern, bevor ich sie dann in einem epischen Kampf besiege. Ja. Und wie läuft das normalerweise für dich? Setze deine Geistmagie ein, um mich noch super großartiger zu machen und noch mehr super großartige Doomländer zu rufen. Na gut. Simsalahirn und so weiter. Er ist ein Super Saiyajin, oh mein Gott! Was zur Hölle? Okay, das gibt jetzt ganz viele Doomländer, die ein bisschen ausrasten wollen, habe ich das Gefühl. Hilfe! Nein. Geh weg. Chaos der Super Saiyajin, das ist ja unfassbar. Du siehst aus wie so ein
Wow. Du siehst echt aus wie so ein Son Goku, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Was leuchtet mir denn da hinterher? Hilfe. Hilfe. Hat er mich einfach weggestoßen, hast du gesehen? Guck mal, da kommt er wieder. Ja. Unsere Dublinge sind nicht großartig genug. Daran bist du schuld, Hirn. Gar nicht. Ich bin da gar nicht dran schuld. Aber bisher schlage ich mich doch ganz gut. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Also es fehlen nur noch ein paar Erfahrungspunkte, dann habe ich ein Level ab und dann ist alles wieder gut. Oh, guck mal! Essen! Ja! Du hast mir den Sieg versprochen, Hirn! Und du weißt ja, was ich beim gebrochenen Versprechen halte! Ja, Mist. Ich wollte einfach draufballern. Na gut. Machen wir weiter. Bereit? Jetzt geht's offensiv. Ja, der Affenzirkus hat schon längst begonnen, liebe Noxenia. Absolut. Ui. Schön aus der Schusslinie gehen. Da ist er wieder. Der Affe. Ich muss nur aufpassen. Dass ich nicht von... Ich sehe nichts mehr. Dass ich nicht von allem hier getroffen werde. Auf in Zirkus! So. Oh, warte. Da ist Essen. So. Luftkraft! Oh nein, dieser Schütze ist da. Ich mag den Schützen nicht. Der macht mich kaputt. Ja, streng dich an. Noxenia, streng dich an. So, das sollte ich öfter mal einsetzen, solche Superpower. Heieieiei. Hier, den hier. Den sollte ich nur in der Nähe von ihm einsetzen. Hier, nochmal. Wow. Da ist noch mehr Pizza. Nein. Also teilweise habe ich da echt keinen Überblick. Hilfe. Ninjudel. Ich stehe auf nichts. Ja. Manchmal verliert man so ein bisschen den Überblick. Wow. Hilfe. So viele Doomländer. Verdammt. Wo bin ich? Da hinten. Hilfe. Hilfe. Da bin ich. Alles klar. So. Aua. Ich sollte nicht in das Lilane reinrennen. Weißt du, Hirn, mir ist klar geworden, dass diese Doomlinde, die du mir herbeizurufen hilft, total abstinken! Interessant, denn meine Theorie ist, Chaos, dass du total abstinkst. Und ich werde diese Theorie jetzt testen und dir zusehen, wie du die Skylander selbst besiegst. Nur zu! Versuch es! Dropsip! Wow! Heya! Wow! Oh Gott! Hilfe! Aber, ja, Chaos. Aber der Super Saiyajin-Vergleich, der hinkt doch nicht, oder? Da ist doch was dran! Oh, da sind noch mehr von den Viechern. Hilfe! It's a little bit too much. Und auf einmal waren sie weg.
Mach sie weg, mach sie weg. Ich sehe nicht, wo ich bin. Ah, das ist nicht schlimm. Wow, 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 wow. Nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, warte. Ui. Meine Doomländer, die verschwinden auch ganz schnell wieder, weil Chaos die selber platt macht. Das ist ganz praktisch. Wieso geht der immer dahin, wo ich hingehe? Hilfe. Da. Ninjude! Du packst das. Hoffentlich. Ich brauche Pizza. Gibt's hier keine Pizza? Schade. Keine Pizza. Ich betrachte mich hier als ziemlich tolerant, Chaos. Aber meine fehlenden Daumen anzusprechen, das geht zu weit. Oh. Und weißt du noch was? Der Portalmeister hat eine bessere Fantasie als du. Vor allem jetzt, wo ich auf seiner Seite stehe. Ja! Simsalahirn! Alle Imaginator sind in dieser Zone unglaublich effektiv. Was? Meinetwegen! Das Superhirn hat die Seiten gewechselt! Alle meine Kräfte! Alle! So, wop, 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 wo bin ich? Hier bin ich. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich kaputt gehe. Mein Ninjude ist echt super. Ich will Ninjude in diesem Kampf eigentlich nicht verlieren. Pizza! Pass auf. Pass auf. Ich sehe nicht, wo ich bin. Hilfe! Mit meinem eigenen Hirn, nicht mit einem lächerlichen, sprechenden Exemplar! Die Perspektive ist sehr interessant, aber unpraktisch. Absolut ouch, unpraktisch! Da ist noch mehr Pizza! Das lasse ich mir nicht nehmen. Heiß, heiß, heiß! Chaos, ich besiege dich! Bin kein Loser! Du bist der Loser, weil du ein schlechter Verlierer bist. So, da war Pizza, das habe ich genau gesehen. So, dankeschön. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier hinten. Ja. So. Auf ihn mit Gebrüll! Holla die Waldfee! Stufenaufstieg! Das war einfacher als der Gong aus dem letzten Level. Hui! Wir haben den Albtraummodus freigespielt. Und nein, ich werde das Spiel nicht nochmal komplett als Let's Play durchspielen. Habe ich noch nie gemacht. Nur weil ich den Albtraummodus freigeschaltet habe. Darauf habe ich nämlich keine Wort. keine Lust. Ich hau sie um mit Unheil. Sehr cool. Uiuiui. Das ist mein Zeichen. Zeit zu verduften. Test. Nicht so schnell, Schmalzi. Du hast diesem Irren geholfen. Ach, komm schon, Spyro. Er hat mich aus seinem Glas geholt, in dem ich tausende von Jahren festsaß. Was sollte ich denn tun? Ihm nicht helfen? Ja. Okay, vielleicht war Chaos zu helfen im Nachhinein nicht die beste Idee. Aber bleiben wir im Hier und Jetzt. Es laufen noch jede Menge Übeltäter rum. Oder nicht? Ich könnte euch helfen. Wir müssen dir trauen können. Naja, wenn er auf dumme Gedanken kommt, kommt er ins Glas. Wer sagt es? Vergessen wir da nicht was?
Was machen wir mit Chaos? Das lasst meine Sorge sein. Ich hab da eine Idee. Simsalahirn! Er kommt ins Glas. Es ist noch nicht vorbei! Glaubt mir! Wartet nur, bis ich aus diesem elenden Glas raus bin! Klein Chaos ist sowas von süß. Mini-Boom. Mini-Boom. Ja, meine Freunde. Gewinnen fühlt sich gut an, nicht wahr? Jetzt muss ich, das schlauste und mächtigste Hirn des bekannten Universums und der neueste Professor der Skylander Akademie, meinen Teil des Handels einlösen. Komm näher, dann erzähle ich dir eine Geschichte. Die Geschichte von den Credits. Nein. Ritter der Skylands, Nummer 6. Cool! Jetzt kommen noch keine Credits. Ich bin enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich kann da rein. Ach, das ist dann der Chaos-Kampf. Da. Aber der Showdown war jetzt irgendwie... Der Gong-Kampf fiel mir schwerer. Und den habe ich nicht geschafft hier in diesem Level. Na gut, wir hüpfen mal zurück. Alle hopp. In die Lifte. Und ich habe auch vor, ich habe einen Code zur... Real-Life-Erstellung eines Imaginators und ich möchte mir einen Doodle erstellen lassen. Dazu kommt dann aber nochmal ein extra Video. So, hier, Geschichte. Hier laufen immer noch jede Menge der zuvor genannten Übeltäter herum. Und ich bin das einzige sprechende Hirn, das sagen kann, wo sie sind. Okay. Siehst du, wie die Kamera über die Landschaft zu einer bestimmten Stelle auf dem ORT schwenkt? Das bin ich, weil es bedeutet, dass du dorthin gehen kannst, um etwas Heldenhaftes für jemanden zu tun. Oho. Klar, du hast viele tolle, großartige Dinge vollbracht und die Mächte des Bösen besiegt in dieser Welt. Oho. Credits? Was? Mir fehlen die Credits. Das kannst du... Was? Ich mach mal ein paar Kisten auf. Und dann werde ich einfach den Anweisungen des Hirns folgen. Ich bin nämlich gerade etwas verwirrt. Wie man unschwer erkennen mag. Über den Ausgang des letzten Levels. Neuer Kopf. Matschiger Effekt. Und ein winziger Stimmeffekt. Super, ich habe ja noch mehr Kisten. Hilfe. Was habe ich denn in der letzten Stunde alles gesammelt? Ist ja furchtbar. Neue Beine. Neue. Und eine Super Saiyajin Kopfbedeckung. Okay. Ich folge dann mal den Strichen. Bin gespannt, was mir damit aufgetragen wird. Denn ich bin ziemlich verunsichert. So, und zwar einmal... Na, geh weg. Einmal hier? Das Schlachtschiff. Schlachtschiff. Okay. Schauen wir mal. Willkommen zurück auf dem Schlachtschiff, Skylander. Nachdem wir diese Geier vom Schiff vertrieben haben, haben sie Rache geschworen. Wie es aussieht, können wir darauf warten, dass sie sie ausüben. Oder wir zerstören ihre Trägerflotte, bevor sie dazu kommen. Angriff ist die beste Verteidigung und so. Und ich bin auch sauer, weil sie mein Essen geklaut haben. Also geh ans Steuer und wir machen eine Erstschlagsause. Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Du musst nah ran und alle Ziele zerstören. Wow. Okay, hier kann ich wenden und hier kann ich feuern. Ah! Schlachtschiffe! Hilfe! Au! So, ich wende mal.
So, der... Wow, 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 wow. Es gibt nur diese drei Linien. Das muss man auch erstmal wissen. Nee, so halten wir tatsächlich nicht lange durch. Aber man muss auch erstmal wissen, dass es nur diese drei Linien gibt, wo man auf und ab schippern kann. Da ist was. Ah, Heilung. Heilung. So, dann werde ich mal wenden. Da ist das nächste Schlachtschiff. Da ist der Träger. Feuer. Ist gar nicht gemein. Da. Mann. Mann. Wir kriegen das hin. So. Nochmal reparieren, bitte. So, da hinten sehe ich schon die nächsten. Wir können ja schon mal drauf losballern. Ich hoffe, das lohnt, was wir hier machen. Uah. Ah, Mist! Schiff repariert. Schiff repariert. Achte auf diese Jagdschiffe. Ja, ich passe ja auf. Well. Okay. Es sind nicht mehr viele. Ja, zwei nur noch. Nee, eins. Eins sogar nur noch. Hallo. Mist. Das halten wir so nicht lange durch, Skylander. Ja, deswegen reparieren wir ja. Dafür ist das ja da. Hupsi. Ganz hinterrücks kamen da solche Viecher. Achte auf diese Jagdschiffe. So, das war's. Wieder einmal hervorragende Arbeit, Skylander. Die gesamte Himmelsbaronflotte schuldet dir Dank. Aber da du dir dafür nichts kaufen kannst, nimm bitte zusätzlich diese Belohnung. Okay. Die da wäre... Neue Säbelrasslatassetten. Ah. Ein Kleidchen. Tassetten. Und das war jetzt die furchtbar aufregende Zusatzaufgabe, oder was? Ich vermisse immer noch die Credits. Ohne die Credits gesehen zu haben, ist das Spiel nicht beendet. Ich kann jetzt theoretisch wieder zum Gehirn gehen. Und dann... Siehst du, wie die Kamera über ja. die Landschaft zu einer... Das habe ich gesehen. Und da es waren wir doch gerade. Ja. Ich werde mal ein bisschen fliegen. Ich bin so verunsichert. Das hier, ne? Das ist schon wieder nur so ein Mini-Level. Operation mehr Kämpfe. Hä? 79% Levelsterne. Da fehlt mir einer und ansonsten fehlt mir noch hier das Magiereich und die Adventure Packs. Ah, guck mal, warte mal, die Bonusziele. Mensch, die Bonusziele. Alle legendären Selfie-Rahmen gesammelt. Dann fehlt mir jetzt nur noch drei Grind-Herausforderungen, zwei Klassen.
Das habe ich noch gar nicht gemacht. Und hier filmen noch 4 Sensei-Schreiner. Und ein Sensei-Elementarreich. Dann hätten wir das zu 100% mit dem Bonus hier. Die Sets zusammen dauert noch ein bisschen. Aber ich empfinde das Spiel nach diesem letzten Level als durchgespielt. Aber... Da sind die Credits. Ja, wir müssen sie anscheinend selber anwählen. Also das war ja... Was ist das für ein Ende? Oder habe ich irgendwas total verpatzt? Gut, ich werde mal hier runtergrinden. Ich sehe diesen Part tatsächlich als Finale. Falls ich damit falsch liege, kannst du mir das ja schreiben und mir einen Tipp geben, wie ich das Spiel tatsächlich vernünftig beende. Oh, guck mal, da ist noch eine Kiste. Aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen hier in Skylanders Imaginators. Zu den Zusatzleveln. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ach, guck mal, das sind Erfahrungspunkte, die ich mit Ninjutsu nicht brauche. Aber warte mal. Ich kann ja schnell jemand anderen draufsetzen. Ich glänze durch Sarkasmus. So, ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Stufenaufstieg. Ja, das fand ich in Ordnung. Das ist richtig runtergefallen. Oh, eine Party-Aura. Wie geil. Party. Na gut. Dann wähle ich jetzt die Credits einfach selber an. Pass auf. Hier, Experte. Jetzt können wir ja auch auf Albtraum schalten. Uah! Für erfahrene Spieler mit großen Armeen von Skylandern, du kannst in diesem Modus nicht die Schwierigkeit ändern. Ach du Schande. Ach du Schande. Krass. Na gut, wir werden dann mal die Credits einschalten. Toys for Bob. Also wenn ich an die Spiele... Ey. Laber mir nicht dazwischen. Okay. Paul Ritchie. Den Paul durfte ich ja vor einigen Jahren höchstpersönlich selbst interviewen. Das Video kann ich euch mal verlinken. Und das war eine ziemlich große Ehre für mich. Aber hey. Die Musik ist cool. Yeah, das passt doch zu der Party-Aura. Also für mich ist das Spiel von der Story her definitiv durchgespielt. Und ich kann mich nur wiederholen, Magiereich werde ich noch machen. Die Adventure Packs werde ich auch noch machen. Den Greifpack habe ich hier vorhanden, den kann ich nächste Woche bringen. Ich hoffe, ich finde einen Mitspieler, denn ich habe den Endzeitkind schon gefragt. Und der sagt so, ja klar, können wir machen. Mal sehen, wann wir dazu kommen und... Ja, ich bedanke mich hier schon mal ganz herzlich, dass du zugesehen hast, das ganze Let's Play über und dass du meine ja, leider regelmäßigen Pausen dazwischen ertragen hast. Mit 2 Kindern ist das manchmal nicht ganz so einfach, ne? Muss man durch. Aber gut, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank für alles, was du für dieses Let's Play auch beigetragen hast, falls du meine Livestreams auch verfolgt hast und die Imaginators mitgestaltet hast. Danke dafür, das sind mega coole Imaginators geworden. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Level, die dieses Spiel zu bieten hat. Ich freue mich auf einen eventuellen nächsten Teil, aber ich weiß schon, dieses Jahr wird kein neuer Teil rauskommen. Vielleicht tut das dem Spiel auch ganz gut, mal wieder richtig in Fahrt zu kommen, wie zu Giants-Zeiten. Wir dürfen gespannt sein. So. Ich werde das dann hier mal beenden, mein Gelaber. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns in irgendeinem anderen Let's Play oder doch vielleicht wieder bei Skylanders. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.
Ja, warte, ich habe mein Fazit vergessen. Dieses Spiel war schon besser als das Spiel vom letzten Jahr, Superchargers, aber ich fand, es hat mich jetzt auch nicht so krass umgehauen. Für mich war immer noch Giants der beste Teil. Dann wurde es langsam immer so ein bisschen schwächer mit Swap Force und Trap Team, aber Superchargers war der totale Super-GAU. Also total kacke. Und der Teil ging jetzt wieder ein bisschen. So. Hat Spaß gemacht. Doch schon. Ich fand es jetzt nur mit dem Ende ein bisschen verwirrend. Das Ende ist auch ziemlich schwach. Obwohl dieser Son Goku Chaos war schon vom Aussehen her zumindest ziemlich cool. Aber gut. Hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gehauen, das Spiel. Aber es hat mich auch nicht völlig enttäuscht. Also dann, jetzt wirklich. Tschüss. Imagination to life.